The European Union, or EU, is a family of democratic European countries. L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Dar pentru a ajuta aceste persoane, pentru a să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat für Simultan-Dolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren, reichen für die deutsche Kabine im Prinzip zwei Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit drei antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und vier Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht. Kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich vielen Kulturen konfrontiert.
Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, hat gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Ja, viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Die Tätigkeit des Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht es nicht.